So, bei uns gibt es heute endlich mal wieder meine Gemüse-Couscous-Pfanne und das sind die Zutaten, die ich eigentlich immer benutze. Man kann ja machen, was man möchte. Letzten Endes, das sind so die, die uns am meisten schmecken. Eine Zucchini, ich mache meistens zwei, manchmal sogar drei Paprika. Dann habe ich hier noch diese kleinen Möhren. Ich habe auch große da, aber die hier müssen auch mal weg, deswegen die werde ich einmal komplett reinmachen. Dann eine kleine Dose Mais und eine kleine Dose Erbsenmöhren, also hauptsächlich wegen den Erbsen. Und dann Couscous. Ja, das sind unsere Zutaten. So, ich bin hier schon am Schnippeln. Der Lias guckt von hier aus zu. Zumindest stand er gerade noch auf dem Stuhl. Und dieser kleine Mann, der robbt sich hier durch die ganze Bude. Ja, hier haben wir Gott sei Dank auch Fußbodenheizung. Deswegen ist es ihm auf jeden Fall nicht zu kalt. Ich laufe auch nur noch ohne Hausschuhe rum, weil es einfach so viel gemütlicher ist. Beziehungsweise man die Wärme ein bisschen besser abbekommt. Ja, und du hast die Küche für dich entdeckt, gell? Super. So, jetzt köchelt alles mal. Ich habe hier, bin übrigens immer wieder dabei, wenn ich merke, okay, es ist zu dick alles, der Couscous kann nicht quellen, mache ich immer wieder nochmal heißes Wasser dazu. Ich habe gerade alles für Reels, Instagram Reels abgefilmt, wenn ihr schauen wollt. Ich mache hier auch immer extrem viel Paprikapulver und sowas rein. Ansonsten Salz, nee, nicht Salz, Vegeta, Pfeffer, dann so eine italienische Kräutermischung, dann ein, zwei Spritzer Cayennepfeffer, einfach nur für den Geschmack, es soll nicht scharf sein. Und wie gesagt, ganz viel hier von diesem Paprika edelsüß. Genau, Wasser, Couscous rein. Ich habe es euch schon eine Million Mal gezeigt. Wenn es euch näher interessiert, dann schaut mal bei Instagram vorbei. Da habe ich dann nochmal alles genau aufgeschrieben. Samu macht da hinten Randale, der Lias und ich essen jetzt. Lass uns nur ein bisschen abkühlen, ist noch sehr warm. Ich habe auch Käse da drunter gemacht. So lecker aus und es schmeckt auch unglaublich lecker. So, mittlerweile haben wir schon Mittag gegessen. Der Lias ist schon eine Zeit lang am Schlafen. Samu war auch am Schlafen, ist aber mittlerweile wieder wach. Der sitzt jetzt hier mal ein bisschen neben mir. Ich habe ihn erst so vor einer Viertelstunde ungefähr geholt und ich bin am Videoschneiden. Genau. Und du, schmeckt die Hand? Ja, zeig mal deine Zähnchen da oben. Zeig mal deine Zähnchen. Hast du Interesse, deine Zähnchen zu zeigen? Gell? Da sind sie ja, da sind sie ja. Wo sind die Unterlassen? Wo sind die Unterlassen? Wo sind die Unterlassen? Wo sind die Unterlassen? Tja, guck mal, lass mich in Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe. So, ich bin jetzt mal kurz unterwegs. Mein Mann ist nach Hause gekommen und ich gehe jetzt mein Rezept als allererstes abholen hier bei der Apotheke. Und nebendran ist ein DM. Wir brauchen ein paar Sachen, die leer gegangen sind oder die fast leer sind. Deswegen möchte ich die jetzt holen und dann geht es eigentlich wieder ab nach Hause. Es ist arschkalt, anders kann ich nicht sagen. Wir haben 8 Grad, ich friere richtig, mir ist so kalt. Es regnet zudem auch noch, ist richtig windig und wir haben gerade 18.17 Uhr. So, ich gehe mal die Sachen erledigen und melde mich dann zu Hause wieder. So, ihr Lieben, wow, ist mittlerweile dunkel. Wir haben jetzt genau 7:10. Ich habe mich im DM ein bisschen verquatscht und war ziemlich lange drin. Ich habe mir so ein paar Neuheiten und sowas angeguckt. Ich wollte eigentlich, habe ich mir dann gedacht, so komm, ich drehe ein Live-DM-Haul. Ich habe ja gerade Zeit, aber es war echt viel los. Deswegen habe ich gesagt, okay. Dann gibt es zumindest einen normalen Haul, denn ich habe wirklich, der Einkaufswagen war komplett voll. Ich habe einige Neuheiten gefunden, eingepackt und so weiter. Deswegen werde ich vielleicht morgen oder wahrscheinlich eher am Samstag endlich mal wieder DM-Haul für euch drehen. Ich habe auch einige Sachen für euch eingepackt, dass ich mal wieder ein richtig schönes Gewinnspiel für euch mache. Genau, so schaut's aus. Jetzt geht's ab nach Hause. Ich habe schon gesehen, der Lias ist am Abendessen. Ich werde mich gleich dazu gesellen und dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen am Freitagmorgen. Wir haben kurz nach 8. Samu liegt mittlerweile wieder im Bett. Der ist heute ein bisschen, ich würde nicht sagen schlecht drauf, aber auch nicht super. Man merkt auf jeden Fall, dass er sich wahrscheinlich auch ein bisschen bei Lias noch mehr angesteckt hat. Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr mit dem Hals zu tun, auch ein bisschen öfter heute Nacht wach geworden. Wir mussten ihm die Nase auch absaugen. Danach hatte er keine Lust gehabt mehr zu schlafen, der arme Kleine. Ja, ich bin gespannt, wann wir alle mal wieder komplett gesund sind. Ich hoffe, dass das spätestens am Montag der Fall sein wird, dass der Lias mal wieder in den Kindergarten gehen kann. Und ich hoffe sehr, dass nicht kurz darauf wieder eine neue Krankheitswelle über uns einbricht.
So, ich habe mir jetzt mal ein paar Augenpads drauf gemacht. War mal wieder notwendig. Wollte ich die letzten Tage schon machen. Ich habe mich wieder für die von Ayuti entschieden. Das ist diese blaue Variante mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Ihr wisst ja, Aloe Vera, Hyaluron. Hi, hier bin ich. Ich habe dann schon gekauft. Ja. Ich habe, oder beziehungsweise der Postbote hat gerade geklingelt und ein riesiges Paket gebracht. Da sind lauter Mermaid & Me Produkte drin, unter anderem auch ein paar Neuheiten. Eine Sache kann ich euch zeigen, das ist ein Haar-Smoothing-Elixier. Richtig genial, das ist aber auch schon veröffentlicht worden vor ein paar Tagen, deswegen kennt ihr das schon. Richtig schön in so einer Glasflasche kommt das, sehr, sehr hochwertig, schick. Kommt in so einer Pipette, dass man es auch schön dosieren kann, weil gerade so ein Elixier braucht man nicht in einem Pumpspender oder sowas. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich möchte heute unbedingt mal meine Haare endlich waschen. Komm irgendwie momentan nicht dazu. Und ich habe einen Brief bekommen von meiner alten Wohnung, von meiner alten Gesellschaft. Und zwar eine, mal schauen, wie haben sie das genannt? Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2019. Da steht Nachbelastung, Guthaben und das Guthaben war geringer als die Nachbelastung. Deswegen muss ich noch 25,30 Euro zahlen. Ist jetzt nicht die Welt, meine Güte, ja, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass noch irgendwas von der von denen kommt. Wir machen später Kerze an, okay? Und der Elias will die ganze Zeit die Kerze anmachen, aber auch nur, weil er sie auspusten möchte. Das ist der einzige Grund. Ja, der Samus ist mittlerweile wieder wach, war erstmal so ein bisschen, ja, quengelig, man hat gehört bei der Atmung so ein Rauschen, ganz komisch, nein, nicht hinsetzen, Dias, aber jetzt, ich hatte ihm eine Flasche gemacht mit 150 Milliliter extra kleiner und es sind noch 90 ungefähr übrig. Also er trinkt super wenig momentan. Ich habe ihn auch hier Tee gemacht, Kamillentee. Das hat er bis jetzt gar nicht angerührt. Ich sitze hier auf irgendeiner Figur. Super. ja, ich versuche ihn immer wieder zu trinken zu geben, weil er, wie gesagt, momentan einfach zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt. Und das ist natürlich nicht gut. Er trinkt nicht so wenig, dass es gefährlich wäre. Er trinkt ja schon seine Milliliter. Es ist nicht so, dass er gar nichts trinkt. Aber er trinkt auf jeden Fall ja, nicht so, wie er sonst trinkt. Ich habe gerade auch bei Insta-Story erzählt, weil ich oft gefragt werde, warum ich die Augenmasken denn falsch rum drauf mache, wenn es das überhaupt gibt. Also wenn man die Werbung sieht mit Augenmasken wirklich von den Firmen, dann ist es immer so, dass das dickere Ende nach außen geht und das dünnere innen. Ich habe auch gesagt, eigentlich ist es wurscht, wie rum man die aufklebt. Die haben ja einfach, die sind ja mit dieser Flüssigkeit getränkt und es ist völlig egal, wie rum man das drauf macht. Das ist wie bei einer Tuchgesichtsmaske. Da ist es auch egal, ob ihr die links oder rechts rum drauf macht. Da ist ja der gleiche Inhalt drin. Und ich gehe immer danach. Ich habe jetzt hier hinten in diesem Bereich nicht meine Problemzone. Ich habe hier keine Fältchen oder irgendwie irgendwas. Aber dafür hier. Ich habe hier wirklich eine schöne tiefe Falte, Augenringe, manchmal Augenschatten und weil das hier mein Problembereich ist, mache ich diese dickere Seite immer hier hin, damit die schön großflächig genährt wird. Und hier hinten kommt ja auch was an mit diesem dünnen hier, aber nicht so viel, wie ich es bräuchte. Deswegen einfach so rum drauf machen, wie ihr es einfach gerade für euer Augenbereich braucht. Also da ist nichts schlechter oder besser, wenn ihr es so oder so drauf macht. Das Same, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde, du hast die verkehrt rum an. Gibt kein verkehrt rum, theoretisch, weil sie haben die gleiche Wirkung. So, jetzt gibt es hier eine Runde Mittagessen für Samu, einen Brei für Lias. Der hat so einen Kartoffel-Karotten-Eintopf. Da sind noch andere Gemüsesorten drin. Aber ja, das gibt es jetzt zum Mittagessen für die beiden. Und ich esse dann gleich, wenn die im Bett sind, meinen Couscous-Gemüsepfanne von gestern. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Samstag früh, mittlerweile schon 6.40 Uhr. Der Samu ist auch schon eine Weile wach. Wir sind runtergegangen, die zwei anderen Männer schlafen noch.
Der Samu spielt gerade total süß auf der Krabbeldecke mit seinen ganzen Spielzeugen. Wenn er keine Lust mehr hat, dann hole ich ihn hier zu mir. Solange er aber schön am Spielen ist, bin ich hier am PC, habe gerade ein paar E-Mails beantwortet und werde jetzt anfangen, einen Vlog zu schneiden. Ich werde einfach so lange arbeiten, bis entweder der Samu keinen Bock mehr hat, alleine zu spielen, oder bis die Männer aufwachen und wir dann frühstücken können. Genau. So, mittlerweile haben wir es geschafft und sitzen am Frühstückstisch. Wie jeden Samstag gibt es Pfannkuchen. So, wir haben jetzt gefrühstückt. Mittlerweile sind auch alle wach gewesen. Meine Güte hier. Ich bin jetzt mal auf dem Weg. Ein paar Sachen erledigen, beziehungsweise nicht erledigen, sondern eher, ich gehe einkaufen. Genau. Jetzt war ich kurz zu Hause gewesen, weil ich so, so, so dringend auf Toilette musste. Und ich dachte mir, wir wohnen so eine Minute vom Action entfernt. Ich dachte mir, boah, nee, bevor ich jetzt wirklich dann noch in den Aldi und so weiter gehe, lieber gehe ich jetzt mal auf Toilette. Und ich habe so viel bei Action gefunden. Mega, richtig, richtig schöne Sachen. So, jetzt geht's zum DM, zum Teddy und zum Aldi. Los geht's. So, endlich wieder zu Hause. Ich war jetzt extrem lange weg. Es ist aber auch richtig voll. Also jeder Laden war super, super voll. Schlangen ohne Ende. Klopapier so gut wie leer. Mehl, genau das Gleiche. Und komplett leer? Milch, genau. Milch war komplett, egal welche Sorte. Normalerweise gab es am wenigsten ein, zwei Sorten, die nicht so beliebt waren. Komplett alles weg. Also die Leute drehen wieder richtig am Rad. Ich habe übrigens doch kein Klopapier geholt, weil ich mich erinnern konnte, dass ich eine Packung geholt hatte. Weil normalerweise stelle ich die Klopapiersachen immer bei uns in diese Wäschekammer. Dass ich weiß, okay, wenn es leer ist, kurz davor, dass ich eine neue Packung hole. Aber wir hatten noch eine, und zwar oben in unserem Kämmerchen sozusagen, im irgendwann dritten Badezimmer. Deswegen habe ich mich nochmal dran erinnert und deswegen auch nichts mitgenommen. So, was ich aber mitgenommen habe, tatsächlich dreimal Cornflakes, weil das sind unsere Lieblingscornflakes, die wir am allerliebsten essen und auch wirklich mehrmals die Woche. Und die sind komplett leer gegangen. Deswegen eine Packung werde ich gleich hier unten auffüllen, weil wie gesagt alles leer ist, und die zwei anderen kommen dann nach oben. So, ich habe Paprika mitgenommen, Gouda-Käse, dann gab es echt seit ich weiß nicht wie lange endlich mal wieder meine weiße Schokolade. Ich habe sie jetzt die letzten Wochen nicht mehr gesehen, ich habe jetzt auch keine mehr da, habe jetzt mal drei Stück mitgenommen. Dann ist meine Kalbsleberwurst leer gegangen, Joghurt, und ich habe ganz viel Käse mitgenommen, weil auch der uns leer gegangen ist, hier dreimal. Auch weil ich fange gleich an zu schnippeln, wir machen heute selbstgemachte Pizza und da brauchen wir alleine schon eine komplette Packung nur dafür. Dann habe ich mal wieder Mini-Würstchen mitgenommen für den Lias, hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Ja. Dann Mini-Schnitzel. Wollte ich auch demnächst machen. Mit Süßkartoffel haben wir nämlich noch Gurke. Was ist los, Schatzi? Oh. Dann habe ich viermal Mehl mitgenommen, weil wir gar nichts mehr da haben. Und wir machen ja also mindestens einmal die Woche samstags unsere Pfannkuchen. Da brauchen wir Mehl. Und ich würde gerne entweder heute oder morgen auf jeden Fall backen. Deswegen, weil wir jetzt gar nichts mehr da haben, habe ich viermal mitgenommen. Einmal Batterien. Und weil auch da nichts mehr da war, habe ich einmal meine Zigeunersoße mitgenommen und zweimal Salsa. Ich liebe die einfach. Das passt, also diese Zigeunersoße und die Salsa-Soße sind sich relativ ähnlich. Und das sind so kleine Flaschen, die gehen so super schnell leer. Und die esse ich so gerne zu den Nachos oder generell zu allen möglichen Fleischsorten. Nehme ich das immer als, ich benutze gar nicht irgendwie Ketchup oder sowas, sondern das ist mein Dip. Und weil wir wirklich gar nichts mehr da hatten, sind jetzt tatsächlich drei Stück mitgekommen. Und das war's. Mehr habe ich nicht geholt. Der Rest ist von DM, Action und Teddy. Die DM-Sachen, die ich heute mitgenommen habe, das waren eigentlich nur diese Taschentücherboxen. Die zeige ich euch dann zusammen in dem DM-Haul. Und ich werde jetzt aber erstmal Essen machen. Und später, wenn alles fertig ist und ich ein paar Minuten Zeit habe, dann zeige ich euch die Sachen, die ich beim Kick und beim Action gekauft habe. Genau. Ja.
Ich hab Aua, Fingerling. Ohne Tomate, ah? Guten Appetit! So, dann melde ich mich mal wieder. Ich bin schon wieder unterwegs. Warum? Weil ich war ja am Montag im Lidl gewesen und da habe ich so Figuren gesehen, die leuchten. Und da habe ich noch gedacht, boah, die würden unter dem Kamin dann halt voll schön ausschauen. Und hab dann aber war mir unsicher, hab gedacht, ach, guckst du noch mal, ob du was anderes findest, was dich vielleicht noch mehr flasht, halt im TV-Action und so weiter. Hab aber tatsächlich nichts gefunden und die gehen mir nicht aus dem Kopf, weil ich die echt schön fand. Und ja, heute ist ja Samstag, ist der letzte Tag, wo diese Werbung halt eben da ist. Kann sein, dass am Montag noch was da ist, die übrig gebliebenen Sachen. Kann aber auch sein, dass es nicht so ist, deswegen fahre ich lieber jetzt los und schau. Meine Schwester ist auch gerade da, die macht ihren ganz normalen Wocheneinkauf, wollte mich gerade so beeilt. Ich weiß auch nicht warum, weil es mir so warm war. Ich war gerade nämlich heiß baden gewesen. Es hat so gut getan. Ich lag 2 Stunden in der Badewanne. Wir haben gegessen, die Kids hingelegt. Dann bin ich als sie geschlafen haben, bin ich baden gegangen, genau. Und der Samu spielt jetzt gerade und der Lias liegt bei meinem Mann auf dem Körper und schläft. Keine Ahnung, der ist irgendwie total müde anscheinend. Und schaut mal, ich bin komplett rot. Ich habe keine Ahnung, warum. Das habe ich die letzte Zeit, ist mir das aufgefallen, total oft. Ich komme aus der Dusche, ich schaue mich extra im Spiegel an. Ich habe nichts. Es liegt nicht also an irgendwelchen Produkten oder am heißen Wasser. Sondern wenn ich mich dann abtrockne und ich rubbel ja auch nicht, sondern ich tupfe mich ab, kriege ich auf einmal so rote Stellen. Aber hier ist wieder nichts. Also es ist nur... immer nur im Halsbereich. Ich habe keine Ahnung, ob das auch was mit der Schilddrüse zu tun hat. Das habe ich nämlich erst seit so ein paar Monaten. Also ganz, ganz komisch. Und seit so ein paar Wochen ist es mir vermehrt aufgefallen, dass es immer, also wie gesagt, hier unten, das ist jetzt nur rot, weil ich eben gerade heiß baden war. Das ist nur in diesem Halsbereich immer. Ganz strange, ganz, ganz komisch. Aber naja. So, oh, ich liebe dieses Oberteil übrigens. Das ist einer dieser Oberteile, die ich euch gezeigt habe vom Primark. Sehr, 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 sehr schön. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Gerade jetzt, wenn es so am Tag ist, wo es eben noch nicht zu kalt ist. Heute geht's auch, heute regnet es auch nicht. Und ich komme gerade aus der heißen Badewanne. Deswegen, ich beeile mich und gehe direkt wieder nach Hause, weil so wird man nämlich auch krank. Man soll ja, ich weiß auch nicht, ob das so ein... ihr Glauben ist, könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr da Bescheid wisst. Man sagt ja, wenn man frisch gebadet, frisch geduscht ist und es ist kalt draußen, soll man nicht rausgehen. Zumindest nicht direkt, aber ich verstehe gar nicht warum, weil man ist ja abgetrocknet, man geht ja nicht jetzt nass raus oder so. Aber vielleicht, weil man dann gerade schön aufgewärmt ist, dass man dich dann plötzlich so runterkühlt oder so. Keine Ahnung, aber diesen Spruch habe ich mir irgendwie so eingeprägt. Deswegen mache ich das auch nie, dass ich sage, okay, wenn ich weiß, wir gehen zum Beispiel um 12 Uhr irgendwo hin, dass ich sage, ach, ich bade die Jungs oder dusche die Jungs nochmal um 11 Uhr oder sowas zum Beispiel. Also, ja. So, jetzt geht's nochmal ab zum Lidl. Und wenn ich zurückkomme, zeige ich euch dann die Sachen vom Action, Teddy und Co. Genau, also bis gleich.